Hallo ihr Lieben, ich mache jetzt schnell mal weiter hier, weil ich muss dann nämlich gleich wieder zur Arbeit. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? Ach, Mist, jetzt habe ich hier meine Farbe verloren. Ah, war es ein bisschen dunkler, so. Und dann, ja, machen wir hier mal eine extra Ebene für Farben. Farben. Dann machen wir hier so Punkte hin und dann hat man dann immer die Farbe, mit der man dann arbeitet. So. Machen wir das so gleich mal mit der Grundfarbe. So. Dann kann man das ausblenden und dann machen wir mal weiter. So. Ja. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, aber das merkt ihr ja sowieso nicht. Die Parts werden ja sowieso separat hochgeladen. Deswegen ist das relativ egal. So, ich mache jetzt mal schön weiter. Ja. Ah, hier sieht man dann auch, wo dann die Grundfarbe nicht ist. Hier, wo die Grundfarbe nicht ist, da kann ich dann auch nicht drüber malen, ne? Also das kann man dann aber im Nachhinein noch korrigieren, das ist kein Problem. Aber da müssen dann die Clipping Groups immer bleiben, also dann nicht miteinander vereinen, sonst geht das dann nicht mehr. Ja. Ja. Mein letztes Special habe ich jetzt auch hochgeladen. Mein fünftes. Da trage ich eine Perücke. Ja, ich will mir Perücken kaufen. Ich bin unzufrieden mit meinen Haaren. Deswegen, ja, möchte ich mir irgendwie Perücken besorgen. Und hier, was ich auch noch sagen wollte, wegen dem Lolita-Kram, was ich eigentlich bestellen wollte auf einer Seite, das habe ich mal besser gelassen, weil die Seite unseriös war. Die war im Ausland und ja, viele haben sich über die Seite beschwert. Das war milano.com und da habe ich das mal besser gelassen, weil die wurde nicht so gut bewertet. Von manchen wurde sie ganz gut bewertet. Manche haben geschrieben, dass sie da regelmäßig einkaufen, dass sie da Stammkunde sind, aber da waren echt... Das waren echt nur 2 Stimmen von 8, die positiv waren. Der Rest war richtig negativ und deswegen habe ich das mal besser gelassen. Also falls ihr euch da was kaufen wollt, überlegt es euch vorher gut. Wenn, dann bezahlt mit PayPal und nicht über Überweisung. Das wäre nicht so schlau, Leute. Nur so eine kleine Warnung. Ich habe zum Glück noch nichts überwiesen an die. Ich habe das rechtzeitig gemerkt und ja, alles gut ausgegangen. Ich suche jetzt andere Seiten in Europa oder kaufe über eBay. Ja, das ist dann schon sicherer. eBay oder Amazon. Na? Dann lieber sowas. Ah, die hatten so schöne Sachen da. Aber das soll dann auch qualitativ nicht gut gewesen sein, was dann letztendlich ankam. Die haben da irgendwie andere Bilder im Internet. Ich rede jetzt immer noch von milano.com, ne? Die haben da irgendwie ganz tolle Bilder von den Klamotten, aber soll dann letztendlich nicht so toll sein, wenn es ankommt. Einer hat geschrieben, dass er ein Kleid bestellt hat und das dann in einer ganz anderen Farbe angekommen ist. Das war dann nicht schwarz, sondern dunkelbraun. Und ja, die Größe hat nicht gepasst. Und die Qualität des Stoffes war auch schlecht. Es sollte Baumwolle sein, doch sie hat bezweifelt, dass es Baumwolle ist. Ja, und wenn man sowas liest, dann ist das natürlich nicht so gut, da was zu kaufen, ne? Da überlegt man sich das schon zweimal. Aber ich find's trotzdem schade. Ich bin richtig depressiv. Ich versuch jetzt da was zu finden über eBay, was mir so gefällt. Oder Amazon. Aber da muss man sich dann ja auch anmelden und
Das dauert bei eBay ja ein bisschen länger. Und bei Amazon habe ich jetzt das Problem, da war ich schon mal angemeldet und ich weiß das Passwort nicht mehr. Und da stellen die mir jetzt so komische Fragen, damit sie mir das Passwort schicken, aber dann wollen sie irgendeine, die letzten 4 Ziffern von irgendwas haben und meine Postleitzahl. Bloß das Ding ist, ich bin seit ein paar Jahren jetzt in Berlin und jetzt weiß ich nicht, welche Postleitzahl die wollen. Von meinem Zuhause, wo ich damals gewohnt habe, oder von Berlin. Und das ist alles scheiße. Ich fluche schon wieder. Entschuldigung, aber das Theater manchmal mit den ganzen Daten im Internet, das kotzt mich dermaßen an. Du musst da echt immer deine Kontodaten, was weiß ich, alles gleich rausgeben, um irgendwie weiterzukommen bei einer Anmeldung. Also ich finde das voll schrecklich. So, jetzt verwischen war das hier mal noch ein bisschen. Na. Ja. Also ich finde das nicht toll, wie das heutzutage läuft bei manchen Seiten. Ja, mir fällt gerade auf, die Farbe, die ich jetzt neu gewählt habe, die ist ein bisschen bräunlicher. Die andere ist ein bisschen mit Gelb- oder Grünstich noch drin. Naja, wenn ich da jetzt hier das untermische, dann müsste das noch gehen. Ja. Und ja, so lange wird das hier nicht dauern. Das ist jetzt wieder ein bisschen unspektakulär hier, aber das wird noch öfters passieren. Ja. Kann ich nicht ändern, ist so. Also auf dunkelsüß.de habe ich auch mal geguckt, das ist ja auch so eine Lolita-Seite. Ich habe gehört, dass man da auch Sachen kaufen kann vom Flohmarkt da aus. Das habe ich da noch nicht so gefunden. Da muss ich noch mal gucken. Das soll dann so gebraucht sein und ja, kann man vielleicht noch da was Günstiges erhaschen an Klamotten und ja, mal schauen. Ansonsten gibt es noch viele gute Seiten in Amerika, aber da weiß ich auch nicht, ob das mit den Lieferkosten und so weiter zuverlässig ist. Ja. Ach, es nervt mich einfach nur. Ich weiß nicht. Ich will doch einfach nur Klamotten kaufen und dann machen die es einen so schwer, ey. Aber echt. Ich meine, wo findest du schon einen Lolita-Laden? Ehrlich gesagt habe ich jetzt in Berlin noch gar nicht nach einem Lolita-Laden geguckt im Internet. Ich glaube, das mache ich dann mal auf Arbeit. Ja. Und ja, wenn ich da was finde, dann kann ich das ja euch Bescheid sagen. Wer jetzt an Lolita-Klamotten interessiert ist, der wird sich darüber freuen, über die Info, denke ich mal. Ja. Ich weiß nicht. Also die Schattierungen hier, die sind mir wieder ein bisschen zu detailliert. Ich wollte es eigentlich ein bisschen simpler machen. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ach, ich weiß auch noch nicht, was ich will. Ich mache das einfach weiter. Ihr guckt mir hier schön zu und schaut, was am Ende dabei rauskommt. Und dann sage ich euch, ob ich das so beabsichtigt habe oder ob das alles Zufall ist, so wie es aussieht. Ja. Ist nämlich manchmal nicht ganz schlüssig bei mir, ob das jetzt so gewollt war oder ja, war das nur Glück? Manchmal ist es nur Glück. Na
Naja, ihr werdet es ja sehen. So. Erwischen immer mal. Jo. Wieder ein kleines bisschen weitergekommen hier. Aber bei eBay habe ich auch schöne Kleiderchen gefunden. Zum Beispiel von Chi, von Choppets ein Kleid. Das kenne ich aus meinem Artbook, was ich habe von Clamp. Da hätte ich nicht gedacht, dass es ein Kleid davon gibt. Aber das ist richtig geil. Das kostet aber auch 140 Euro, glaube ich. 145 oder so. Ja, ja. Da ist die Qualität aber auch dementsprechend hoch, ne? Das sieht dann nicht 0815 aus. Das ist dann richtig gut. Ja. Aber, naja, das schleift hinten auch so auf dem Boden, das Kleid, was ich meine. Und, ja, ich weiß nicht, da tut mir das Kleid immer leid. Da schaue ich es mir lieber nur an, als dass es im Dreck schleift. Oder man zieht es nur zu Hause an, auf dem Bett, da wo es nicht dreckig wird. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, oder? Ich meine, wenn man ein Kleid sich kauft, dann möchte man es auch draußen anziehen, in der Welt zeigen. Mein Gott. Ja, wie mache ich das hier? Ja, ab und zu kann man auch mal den normalen Brush benutzen, dass man so eine stabile Basis hat hier, dass man, da hat man einen schönen kräftigen Strich und dann kann man den noch so ein bisschen mit Watercolor ausbauen, das geht dann leichter. Oh Mann, ich kann mich so schlecht ausdrücken, das tut mir echt leid. Oh, ich krieg schon wieder Komplexe. Naja, jedenfalls, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, dann macht man das so und so. Und dann geht man mit dem Brush mal hier rein für dunklere Schattierungen, so. Ja. Ja. Ja, also, wie gesagt, das sieht dann am Ende noch besser aus. Man kann die Farben noch nachträglich verändern. Zeige ich euch dann auch, wenn es soweit ist. Und ja, ich muss auf die Zeit achten. 12.32 Uhr. Es geht noch. Ja. Möchte ich los. Eigentlich wäre es hier auch schlauer, mehrere Ebenen zu machen, damit man, naja, hier zum Beispiel hier an diesen Stellen besser zurechtkommt mit dem Radieren. Ach, jetzt hängt er gerade wieder. Mache ich gerade mal wieder Tastmanager, Steuerung Alt entfernen. Hui, da ist er. Tastmanager starten. Machen wir mal das Internet aus. Abbrechen, abbrechen. Ja, hier sind Perücken offen. Und jetzt müsste es wieder funktionieren. Ja. Klappt alles wie am Schnürchen. Oh ja.